Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. In diesem Video möchte ich eine Beispielaufgabe zur Interpretation von Karten, von topografischen Karten vorstellen und wie ihr dabei vorgehen könnt und euch auch eine ausführliche Musterlösung an die Hand geben. Ja, aus urheberrechtlichen Gründen kann ich die entsprechend betrachtete Karte leider nicht in diesem Video veröffentlichen. Ihr findet aber einen Link angegeben und eine Beschreibung, wie ihr diese Karte sehr schnell im Internet finden könnt und somit dann auch gut damit arbeiten könnt. Nun möchte ich zunächst mal ein paar Worte zur Aufgabe sagen. Und zwar ist gefragt, die digitale topografische Karte über udo-lubw baden-württemberg.de zu öffnen und in den Bereich Mössingen rein zu zoomen. Und dabei möchte ich Folgendes haben, und zwar Mössingen soll sich am oberen linken Rand der Karte, also Nordwesten, befinden und Sonnenbühl-Erpfingen am unteren rechten Rand, also im Südosten. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte nicht mit dieser digitalen topografischen Karte arbeiten, kann ich es auch sehr empfehlen, sich eine topografische Karte auf Papier zuzulegen. Die ist meist noch genauer von den Signaturen, also von der Legende und von allem. Und ja, dann könnt ihr sehr gerne auch mit dieser Karte arbeiten. Genau, da gibt es eine Freizeitkarte auch vom Amt für geologische Daten in Baden-Württemberg, für die Region Tübingen, Hechingen, Reutlingen. Genau, und dann könnt ihr euch eben dieser Karte bedienen. Ja, ich gehe jetzt mal voraus, setze jetzt mal voraus, dass diese Karte bei allen, die dieses Video anschauen, auch vorliegt und möchte nun weitermachen mit dem wichtigen Teil des Videos, die organisatorischen Sachen beiseite legen und erstmal darauf eingehen, was muss ich denn beachten, wenn ich eine Karte interpretieren möchte. Ja, zunächst mal ist es wichtig, diese Karte in Teilbereiche zu gliedern. Das heißt, wir können anhand dieser Karte Aussagen treffen über Geologie, Geomorphologie, Siedlungen, Infrastruktur und Landnutzung. Das heißt, wir schauen uns diesen Kartenausschnitt an und können den eben in Bereiche untergliedern, in denen zum Beispiel die Geomorphologie oder auch das Relief und aber auch die Siedlungsstruktur oder Landnutzung gleich ist. Zum Beispiel bietet es sich an, wenn man zum Beispiel Mittelgebirgsland hat und eine Flussebene, dass man dann diese Karte in zwei Teilbereiche gliedert. Einen Teilbereich eben mit dem Flussteil, mit den Flussebenen der Auenlandschaft und da auch dann zum Beispiel sagt, hinsichtlich Geomorphologie, Geologie und Landnutzung, dass dort in den Auen vor allem Auenlehme vorherrschen. Zum Beispiel ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann könnte man den zweiten Teilbereich eröffnen. Das wäre dann der Teilbereich der Mittelgebirge, die sich im Relief sehr deutlich doch von den ebenen Auenbereichen unterscheiden. Genau. Und so könnt ihr anhand der Karte sehr viel über die betrachtete Region herauslesen. Und da könnt ihr zunächst mal eine Elementaranalyse voranstellen. Das heißt, ihr findet mit der Legende der Karte wichtige Einzelelemente heraus und könnt dann in der Komplexanalyse diese Einzelelemente in Beziehung zueinander setzen und somit räumliche Einheiten erkennen. Ja, dabei kommt es dann zu einer Syntheseleistung. Das heißt, ihr könnt eben die dargestellten Sachen in der Karte auch entsprechend kompakt gliedern und einordnen. Ja, weitere Hilfsmittel für die Karteninterpretation sind in der Regel nicht gestattet. Also keine Internetrecherche, sondern ihr sollt ja wirklich lernen, selbst diese Karte zu interpretieren und darin Rückschlüsse zu ziehen. Und genau, daher arbeitet mal mit der Karte, die hier vorliegt,
und guckt euch dann im Folgenden Schritt für Schritt die Musterlösung an. Meine Musterlösung ist jetzt nur in Stichworten vorhanden und noch nicht ausformuliert. Und sie ist auch unvollständig. So eine Karte lässt unzählige Interpretationsansätze zu. Und daher ist es unmöglich, alle möglichen Interpretationsansätze auch anzugeben und sachgerecht wiederzugeben. Und daher möchte ich mich hier auf die ganz wesentlichen Faktoren dann doch beschränken, die aber auch unbedingt dann in einer Kartenanalyse, gerade für den Raum Mössingen, den ich jetzt hier betrachten möchte, im vorliegenden Beispiel im Raum der Schwäbischen Alb, ja, die müssen dann vorhanden sein. Ja, zunächst mal habe ich ja gesagt, es bietet sich bei Kartenanalysen immer an, eine Karte in Teilbereiche zu gliedern. Optimalerweise druckt ihr euch einfach mal die Karte aus, die ihr ja, in dem topografischen Infoportal im Internet findet. Und dann könnt ihr diese Teilbereiche einzeichnen. Und wenn ihr diese Teilbereiche betrachtet, fällt euch auf, es gibt vier Teilbereiche. Und zwar den Teilbereich des Albvorlands bzw. des Steinlachtals. Dieser Teilbereich zieht sich von Mössingen im Nordwesten des Kartenausschnittes bis Thalheim hinein, also das Steinlachtal und Albvorland. Dann gibt es zweiten Teil, die Albhochfläche, die ist bei Sonnenbühl und Salmendingen ungefähr in der Karte einzuordnen. Und dann gibt es noch zwei weitere ja, Teilbereiche. Der dritte Teilbereich wäre der Albtrauf zwischen Thalheim und Salmendingen ungefähr, also die steile Stufe, dieser steile Höhenunterschied im Bereich der Schwäbischen Alb. Und der vierte Teilbereich ist schon recht knifflig zu erkennen. Den würde ich aber tatsächlich als neuen Teilbereich nehmen und vom Albtrauf abgrenzen. Das wäre der Pfarrenberg. Das ist nämlich ein Zeugenberg. Dort ist der Albtrauf nicht durchgängig, sondern der Pfarrenberg steht eben inselartig quasi in der Landschaft. Und daher würde ich da dafür plädieren, da nochmal einen eigenen Teilbereich zu wählen. Ja, dann können wir schon Aussagen über das Relief treffen. Zum Beispiel sehen wir in der Karte, dass ja, die Albtraufkante sehr steil verlaufen muss, dass dort Steilhänge vorliegen. Wie können wir diese Interpretationsthese begründen? Naja, wenn wir die Karte betrachten, liegen hier die einzelnen Höhenlinien sehr nah beieinander. Das heißt, wir haben einen geringen isohypsen Abstand. Versus auf der Albhochfläche oder auch auf dem Gipfel des Pfarrenbergs können wir in der Karte kaum Höhenlinien erkennen und wenn, haben sie einen sehr weiten Abstand zueinander, was eben für den deutlichen Unterschied bei der Betrachtung des Reliefs spricht. Dann können wir auch sagen, die Schichtstufen, die wir hier vorliegen, die Schwäbische Alb ist ja als Schichtstufenlandschaft bekannt. Ja, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Dazu habe ich sonst ein kurzes Video gemacht, was Schichtstufenlandschaft ist in meinem Kanal zu finden. Genau. Da können wir eine Aussage darüber treffen, dass eben es auf jeden Fall eine widerständige Schichtstufe geben muss. Also zum Beispiel widerständige Kalke. Ob das Kalke wirklich sind, sei mal dahingestellt. Ich merke mal an, dass es so ist. Aber wir wissen, dass es widerständige Kalke gibt, weil wenn wir diese Karte betrachten, sehen wir, dass es mehrere Felsköpfe gibt, zum Beispiel am Dreifürstenstein oder am Hirschkopf bei Thalheim. Seht ihr, wenn ihr die Karte betrachtet. Und das spricht eben für ein hartes Gestein. Und demgegenüber seht ihr in der Karte sowohl am Nordhang des Pfarrenbergs als auch am Nordhang des Hirschkopfs beides Berge westlich von Mössingen-Thalheim, dass es dort Rutschungen gibt. Dort sind die Rutschungen sogar in der Karte vermerkt. Und diese Rutschungen sprechen aber wiederum für Ton und Mergel, für
rutschanfällige Gesteine, die Wasser undurchlässig sind. Und daher wissen wir schon, dass es hier so Stufen und Sockelbildner gibt und eben ja die Landschaften sich in unterschiedliche Schichten einordnen lassen. Und das lässt sich auch belegen, alleine wenn wir die Isohypsen betrachten. Wenn das Gestein widerständig ist, sind die Isohypsen sehr nahe beieinander. Wenn das Gestein wenn das Gestein rutschanfällig ist, sind die Höhenlinien weitläufig und wie so zungenförmig, zum Beispiel unterhalb des Dreifürstensteins zu sehen. Das zeigt, dass die Höhenlinien unregelmäßig sind und somit auch das Relief unregelmäßig ist und leicht zu Rutschungen neigen könnte. Dann ist, wenn man die Karte betrachtet, rund um Thalheim erkennbar, dass es sehr viele Quellen gibt und diese Quellen häufen sich in der Karte auf einer bestimmten Höhe. Das nennen wir den Quellhorizont und das sind sogenannte Schichtquellen. Und diese Schichtquellen, das wissen wir, das kommt auch in meinem Video zu Karstformen auf meinem YouTube-Kanal, dass diese Schichtquellen vor allem in Karstgebieten vorliegen und somit könnte hier dafür sprechen, dass wir also im Raum Mössingen uns in einer Karstlandschaft befinden. Diese These wird auch gestützt, wenn wir uns in der Karte die Albhochfläche anschauen. Dort sehen wir im Relief in der Karte eingetragen, wenn wir die Höhenlinien betrachten, viele kleine Tälchen. Diese Tälchen sind allerdings ja eher Trockentäler. Da sehen wir in der Karte keine Gewässer eingetragen. Wir haben ein fehlendes Gewässernetz und das lässt wieder auf Karbonatgestein und auch wieder auf die Verkarstung schließen. Und somit sehen wir auch noch bei Undingen zum Beispiel in der Karte einen Steinbruch eingetragen und Erzgruben. Das sind vererzte Karstspalten. Und somit sind wir ziemlich sicher, dass wir ja hier uns im Karstgebiet, im Karstformenschatz und auch im Kalkgestein befinden. Zum Beispiel anhand des Reliefs, wie entlang der Rutschungen bei Mössingen, Thalheim, wäre die Interpretation zum Beispiel, dass dort Granite vorliegen, ein Grundgebirge, wie wir es im Schwarzwald vorliegen, vollkommen falsch. Also es wird schon klar erkennbar, wenn wir die Karte betrachten, dass dort eindeutigerweise eine Karstlandschaft vorliegt. Und wir sehen auch, dass eben die Schichten wohl flachlagernd sein müssen und nicht steil stehen, denn diese Schichten fallen leicht oder flach nach Südosten ab. Das sieht man ja mit den Höhenwerten in der Karte. Genau, das soll es jetzt mal vorwiegend zum geologischen und geomorphologischen Teil und auch zum Relief gewesen sein. Nun möchte ich zur Nutzung der Landschaft übergehen. Ja, die Albhochfläche, da sehen wir eingetragen in der Karte, gibt es Flächen für Ackerbau und bewaldete Kuppen. Und bei den Kuppen sind die Wälder teilweise auch mit Namen bezeichnet, wie Kohlwald. Und solche Namen wie Kohlwald lassen zum Beispiel auch auf die ehemalige Nutzung einen Schluss zu. Es wäre plausibel, dass etwa diese Wälder früher zur Herstellung von Holzkohle mit Kohlenmeilern gedient haben. Dann sehen wir in der Karte weitere Objekte, Einzelobjekte wie das Feriendorf Sonnenmatte, einen Golfplatz bei Undingen und die Bärenhöhle mit Freizeitpark Traumland. Und das lässt alles auf touristische Infrastruktur schließen und deutet auch so ein bisschen an, wie attraktiv die Landschaft dort ist. Weiterhin finden wir drei Windkraftanlagen auf dem Himmelberg. Nu zeigt also auch das Nutzungspotenzial der Landschaft. Dann die Besiedlung betrachtet. Die Namen Mössingen, Erpfingen, Undingen, die Ingennamen deuten, dass das alte Dörfer sind. Das sind alte Ortsnamen. Und das heißt, wir befinden uns hier in einem früh besiedelten Gunstraum. Des Weiteren, wenn wir die Karte betrachten, fallen Aussiedlerhöfe rund um Erpfingen auf. Und das lässt auf einen
landwirtschaftliche Nutzung schließen und der landwirtschaftliche Ertrag kann nicht allzu gering sein, weil sonst wären diese Aussiedlerhöfe nicht entstanden. Ferner gibt es auf der Albhochfläche kein Wein- und Obstanbau, sondern dieser Obstanbau findet nur am Albvorland, am Fuße des Albtraufes bei Mössingen statt. Ja, das waren jetzt einige wichtige Punkte. Ich hoffe, ich konnte anhand dieser Beispiele klar machen, was man alles aus Karten herauslesen kann und möchte mich abschließend für eure Aufmerksamkeit bedanken und wünsche euch noch einen schönen Tag.